Wie üblich wollen wir uns in diesem Video noch einmal den ganzen Pyroshows und optischen Aktionen aus der zweiten DFB-Pokalrunde widmen, die am Dienstag und Mittwoch in der Deutschen Republik stattfand. Beginnen wollen wir mit einer simplen Fackelshow der Nordkurve Wolfsburg, die hinter einem Pokalheldenbanner im Spiel gegen Borussia Dortmund in etwa 20 Bengalen anriss. Weiter geht es im Breisgau, wo sich der SC Freiburg und der Hamburger SV gegenüberstanden. Die Heimseite zeigte ein transparentes Herz der Stadt spruchend, wo hinter Fackeln gezündet wurden, wohingegen es der Gästeblock blinken ließ. Von der Elbe bis zur Isar immer wieder HSV war das Motto der Rauten, die den Block mit blauen und silbernen Fähnchen eindeckten, um ihn anschließend mit Dutzenden Strobos zum Leuchten zu bringen. Auch der Q-Block Mainz zeigte zum Einlaufen seiner Mannschaft gegen den FC Bayern ein kleines Pyro-Intro bestehend aus rotem Rauch und Fackeln. Springen wir nach Sachsen, wo der K-Block Dresden mal wieder zeigte, was es bedeutet, für Dynamo zu sein. Zum Intro fackelten die Ultras der SGD ein regelrechtes Chaos-Intro ab, bei welchem sowohl Strobos als auch Raketenrauch und Fackeln zum Einsatz kamen. Das Highlight setzten die Jungs aus Elbflorenz jedoch dann in Halbzeit 2, als inmitten des Spruches Dynamo ist Gott und hier stehen seine Krieger über 250 gelbe Fackeln in einem Rechteck um den Heimbereich erleuchteten. Auch auf der Alm in Bielefeld war so einiges los, nachdem die Südtribüne zu Beginn ein Blinker-Intro über einer großen simplen Blockfahne zeigte, war nur wenig später Union dann am Zug. Die Berliner entschieden sich für massig roten Rauch, hinter welchem sie helle Strobos zündeten, was ebenfalls ein rundes Gesamtbild abgab. Springen wir nun ins Waldstadion, wo sich Borussia Mönchengladbach die Ehre am gestrigen Abend erwies. Die Nordkurve MG zündete Fackeln und grünen Rauch zu Beginn der Partie und sorgte somit für einen gelungenen Einstieg in den dann doch verkorksten Pokalabend. Zu guter Letzt schauen wir noch einmal nach Paderborn, wo die Szene des SV Werder gut verteilte Fackeln im Auswärtsblock aufleuchten ließ, definitiv eine sehenswerte Aktion.